Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ja, ich bin schon wieder auf Tour, richtig. Ihr seht schon, der Bus steht hier. Hast meine Tiger vollgepackt. Also, auf geht's. Ja, hier geht's jetzt mal lang über den Fluss. So sieht das Ganze jetzt hier unten aus. Sieht hier eigentlich richtig nice aus. Gefällt mir richtig gut. Gucken wir auf die Seite. Ja. Das ist schon breit genug. Ja, laufen wir einfach. Einfach laufen, ein bisschen schauen, was sich ergibt. Vielleicht finden wir einen coolen Spot zum Übernachten. Wäre doch mega. Natürlich suchen wir Spots, die so abgelegen sind wie möglich. Da wisst ihr ja aus den anderen Videos, es soll mich ja keiner sehen. Am besten, das wäre natürlich das Allerbeste. Aber ja, wo Wasser ist, sind meistens auch Leute. Deswegen probiere ich jetzt ans Wasser zu kommen und dann irgendwie mich hoch zu pirschen, flussaufwärts. Ja, schauen wir mal. Hier ist das Wasser auch um einiges ruhiger als vorne. Sehr schön, sieht man schön die Fische drin schwimmen. Libellen, alles wirklich schön naturbelassen. Ja, sehr geil. Okay, geht's weiter auf die Suche. Für mich geht es immer weiter geradeaus. Ist nicht immer so einfach, ein Plätzchen irgendwo zu finden, weil sind hier jetzt parallel Luftlinie 500-800 Meter noch kleine Fahrtwege. Immer weiter in diese Richtung. Hier eine schöne Location angekommen. Das ist alles ein bisschen mit Steinen, ein bisschen sandig, so ein bisschen kleine Felsen, so abgrundtechnisch. Sieht richtig cool aus. Ich laufe einfach weiter. Ich lasse mich einfach treiben, das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja genug Zeit. Das Wetter spielt ja mega mit. Also, weiter geht's. Es ist wieder soweit. Jetzt wird es eine Flussüberquerung hier. Geht nicht anders. Ich muss auf die andere Seite hier ein bisschen Spots finden, wo es eventuell ein bisschen ruhiger ist. Ja, jetzt fange ich dann an, mal die Sachen auszuziehen, die Schuhe. Und dann gehen wir rüber. Auf geht's, mir. Auf geht's. Stück für Stück. Ab durchs Wasser. Schauen wir mal. Sehr lecker. Und sehr glatt. Ja, da haben wir Zeit, ne? Läuft ja nichts weg, ne? Aber es ist sehr schön hier, kann man wirklich nicht sagen. Aber ist aber auch jetzt nicht zu kalt. Das funktioniert auch gut. Hier sieht man schön das Wasser, wie es reinknallt, sich komplett unterwirbelt, einmal durch, bis darunter. Ja, Challenge läuft, Leute, läuft.
Ja, Strömung wird doch jetzt schneller als gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch so stark ist. Aber ich probiere jetzt hier eine feste Stelle zu bekommen, dass ich mit dem Fuß richtig aufstehen kann. Naja, so vorne wird es dann langsam ein bisschen kritischer, ne? Da strudelt es ganz schön. Ja, geht euch mal die Stromschnelle hier an. Das kommt schon richtig gut.
finde ich es total einfach eigentlich. Aber hier ist es wirklich so, heute ist noch phänomenales Wetter. Jeder möchte irgendwie ans Wasser und den besten Platz haben. Egal, ich suche weiter, ich habe hier noch Zeit. Das ist ja noch lange genug hell. Und wenn es dann nicht klappt, das ist trotzdem definitiv ein potenzieller Spot, der in Zukunft angefahren werden kann. Mal mit der Familie schwimmen gehen, einfach ein bisschen die Ruhe zu haben. Ja, dann einfach mal hier ein bisschen die Seele baumeln lassen, Kopf aus. Einfach chillen, ja. Schauen wir mal, ob wir heute noch was finden. Nicht so einfach, einen wirklich guten, adäquaten Spot zu finden. Heute sieht es wirklich schlecht aus. Das, was ich mir vorstelle, nah am Wasser, bisschen mit einer Sandbank, aber eben keine Menschen. Das ist heute verdammt schwierig. Ja, so sieht die ganze Natur hier aus. Sieht richtig schön aus. Ja, mir gefällt es wirklich gut. Aber ich werde noch ein paar Meter gehen. Drückt einfach mal die Daumen, dass ich noch was finde. Da kommt die Challenge wieder. Ich muss wieder über den Fluss drüber, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Weil da vorne ist die Stromstelle noch extremer oder alles voll mit Bremsen am Hang. Ich ziehe jetzt hier mal die Hose komplett diesmal alles aus, Schuhe alles und dann marschieren wir wieder durch. Auf geht's! Das gute Ding ist wieder hier schön eingepackt ins DD Hammer Tarp 3x3. Für mich geht jetzt die Reise los. Drückt mir die Daumen, weil hier geht es auf jeden Fall schon mal tief runter, das weiß ich noch von eben. Ja, auf geht's. Ja. Yes. So, da war ja schon mal ein schöner Sprung hier ins Quatschloch. Sehr geil. Jetzt kommen die Schuhe. Eieiei, die Strömung ist aber stramm hier. Jetzt kommen die Schuhe. Komm her, nehme ich jetzt Wasser. Keine Zeit für jetzt noch das Spiel. Ja, ich denke mal, Wasser ist gut, ne? Und schnell passe, dass ich nicht abdrifte mit dem Kupplette. So, Leute. Ich hab gleich mal mit. Uiuiui. Das ist wirklich Kupfer hier, geht ganz schön schnell. Boah. Das ist nicht gut. Das war nicht so gut. Das ist einfach zu schnell hier. Wahnsinn. Das war mal ein schöner Crash. Gegen die Strömung rein. Ich hoffe, der Rucksack. Alles rumdrehen. Ach, Wahnsinn. Die Strömung ist doch extremer, als ich gedacht habe. Sorry fürs Filmen, aber auf die Fresse fallen. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Gerade noch so geschafft. Weil das ja ein Fehl war durch die Strömung. Ja, das ist ein bisschen das Tarp, ein bisschen zugelaufen mit Wasser, aber ist ja kein Problem, es ist ja super Wetter. Ich zeige euch nochmal die Strömung, das sieht wenig aus, aber da hinten in den Ecken hat mich komplett einmal mit dem kompletten Rucksack, weil der so schwer ist, einfach mal weggerissen. Egal, das gehört auch dazu und es hat auch Bock gemacht. Also. Bisschen trocknen lassen und dann passt das wieder. Komm, das muss ich euch zeigen. Ich mach's nur rückgängig. Achtung, ich zeig's euch. Achtung, fertig? Ah, ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Weltklasse. Ja, das gehört dazu. Man kann nicht einfach immer irgendwo
durch wildes Wasser gehen und es klappt alles super, dann fällt man auch, wie ich jetzt mal hier, schön auf die Fresse. Man wird mit dem Tarp mit 20 Kilo weggespült und dann kann man sich mal mit der Füße barfuß hier unter Wasser festkrallen. Das ist fast unmöglich. Sehr geil. Die Challenge auch mal gehabt. Ja, jetzt Strumpf ausdrücken, Schuhe ein bisschen in die Sonne und dann geht's gleich weiter. Alles wieder gepackt, was ein bisschen nass war, war außen ein bisschen die Flasche und ja, der Schuh, der eine, der ist untergegangen, weil mich hat es ja komplett weggerissen, ansonsten hat alles gut gepasst, hat Spaß gemacht, sehr geil. Ich würde sagen, wir ziehen den Tasmanian Tiger wieder an und gehen weiter, auf geht's. Das Ding wieder auf dem Rücken und ja, es war wirklich ein schöner Tag, es war auch sehr interessant hier mal alles zu sehen. Naturtechnisch sehr, sehr schön, aber es gibt ein großes Problem, desto später es wird. Es ist Wochenende, kommen die Party Peoples und das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Ansonsten kann ich jetzt hier nur sagen, naturtechnisch tipptopp. Wäre schön, wenn wir das hier in der Nähe Saarbrücken auch hätten. Könnten wir mal ein bisschen mittags ein bisschen ans Wasser. Naja, okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Wanderdrang läuft jetzt zum Bus. Wie gesagt, Challenge zweimal Gewässerüberquerung. Einmal mit einem schönen Fail. Ja, für die Zukunft würde ich das dann mir merken, dass das dann zu viel Kilos sind, wenn man dann eben über so eine Strömung hinaus will. Aber es war interessant, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis dann, euer Wanderdrang.